Aber vorne ist Iris Delitant. Iris Delitant vor Schabani BR, außen, innen Milkos, dahinter dann Francesco, der sich ein bisschen anfassen lässt. Auf der Überseite marschiert Iris Delitant. Dahinter Schabani BR, Milkos baut ab, Francesco kommt weiter und es geht in Richtung Schlussbogen. Iris Delitant, dann Schabani BR mit außen Francesco, Ibra Cadabra, Milkos lässt nach. Im letzten Bogen Iris Delitant, Iris Delitant. 15-0, 17-0. Iris Delitant macht sich hier im Augenblick ein bisschen frei. Auf drei, auf vier Längen von Schabani BR, von außen nun Ibra Cadabra. Und Ibra Cadabra setzt nach. Es geht um die letzte Ecke, aber Iris Delitant ist im Augenblick allein auf weiter Flur in der Distanz. Iris Delitant dahinter, Ibra Cadabra, Francesco und Caviar Stream im Kampf um die Gelder der Sieger. Das ist Iris Delitant, Micha Brauer dahinter, dann Ibra Cadabra, Francesco, Caviar Stream, Schabani BR, Porto und der Rest. Der vorläufige Richterspruch für das dritte Rennen. Es gewinnt die 7 Iris Delitant vor der 6 Ibra Cadabra und der 10 Francesco. 7, 6, 10 vorläufig. Das dritte Rennen geht nach Holland. Es gewinnt Micha Brauer mit der Programmnummer 7 Iris Delitant. Der 5-jährige Panache Delitant-Sohn steht im niederländischen Gestützbuch. Der Stall Payday hat hier den Zahltag. Bastian Krebers ist der Trainer. Und dieser Sieg, der kam nicht überraschend, denn wenn Sie dem Kollegen Hans-Sinnige zugehört haben, dann haben Sie jetzt mehr in Ihrer Brieftasche. Noch nicht, gleich nach den Quoten. Tja, da kann man wirklich sagen, Hans Sinnige hat ein wunderbares Gespür gehabt, hat ihn als Sieger angesagt und das war ja sehr, sehr überzeugend, Carsten. Hat gefallen, ne? Ja, und Pferd hat ja genauso gewonnen wie angesagt. Der läuft immer weiter und insofern, also das war schon eine feine Ansage, muss man sagen. Wenn wir die Quoten haben, können wir auch sehen, ob es dann auch wirklich lukrativ war, aber zumindest vor dem Start sah das ja schon, also ein paar Minuten vom Start sah es ja eigentlich gut aus. Fehler von No Time to Play. Auch in der Luft ist Mr. Culpepper. An die Spitze geht Milkos von außen, übernimmt das Kommando. Drei rot, die drei. Iris Delitant in zweiter Position, drittes Pferd ist KVS Dream. Zwei rot, die zwei. Pferde gehen durch den ersten Bogen und Milkos führt das Feld an vor Iris Delitant, dann Caviar Stream, die ersten drei, vierter Dolce Gabbana vor Porto, Ibra Cadabra, außen ist Schabani BR nun auf dem Vormarsch, so geht's die Überseite jetzt entlang und Schabani BR rückt hier nun mächtig auf, kommt tierisch ins Rollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt geht auch Iris Delitant nach außen und startet seinerseits eine Attacke auf den führenden Milkos. Es geht in den Lurupa-Bogen hinein. Die ersten beiden Milkos gleich auf mit Iris Delitant. Das nächste Pärchen dann Caviar Stream. Und 17-2, die erste Zwischenzeit. Und die zweite folgt zugleich. Iris Delitant, Milkos und das Pärchen dahinter, Caviar Stream, wollen wir komplettieren mit Schabani BR. So geht das Feld aus dem Bogen heraus, kommt an der Startstelle vorbei und Iris Delitant kommt nun an Milkos vorbei. Dadurch Schabani BR außen auf sich allein gestellt, es folgt Caviar Stream. Dann sieht man außen Francesco vor Dolce Gabbana, Ibra Cadabra, Porto. So ging es am 1000 Meter Pfosten vorbei, die Pferde auf der Schlussrunde. Ah, 17-2, schon wieder die nächste Zwischenzeit. Es gibt nur eine heute im Angebot. Spar-Zwischenzeiten. Aber vorne ist Iris Delitant. Iris Delitant vor Schabani BR, außen, innen Milkos, dahinter dann Francesco, der sich ein bisschen anfassen lässt. Auf der Überseite marschiert Iris Delitant. Dahinter Schabani BR, Milkos baut ab, Francesco kommt weiter und es geht in Richtung Schlussbogen. Iris Delitant, dann Schabani BR, mit außen Francesco, Ibra Cadabra, Milkos lässt nach. Im letzten Bogen Iris Delitant, Iris Delitant. 15-0, 17-0.
Iris Deliton macht sich hier im Augenblick ein bisschen frei auf drei, auf vier Längen von Shabani BR, von außen und Ibrakadabra, und Ibrakadabra setzt nach. Es geht um die letzte Ecke, aber Iris Deliton ist im Augenblick allein auf weiter Flur in der Distanz. Iris Deliton dahinter, Ibrakadabra, Francesco und Caviar Stream im Kampf um die Gelder der Sieger. Das ist Iris Deliton, Micha Brauer dahinter, dann Ibrakadabra, Francesco, Caviar Stream, Shabani BR, Porto und der Rest.